Ladies and Gentlemen, es ist wieder mal Zeit, dass wir uns eure Kommentare anschauen und unseren Senf dazu abgeben. Und heute mit dabei die von mir sehr geschätzten Brammen, Sebastian und Jay. Hallo. Ich dachte, jetzt kommt Bram, Sebastian. Ach ja, und Jay ist auch dabei. Nein. Mich sieht man nur leider heute nicht. Ja, stimmt. Sebastian hat leider eine Bindehautentzündung. Und den wollen wir deswegen mit diesen krassen Strahlern, die man braucht für Greenscreens heute, nicht quälen. Stattdessen quält der Rest sich einfach wie immer. Okay, wir haben wieder mega geile Videos gemacht. Ja, wie immer. Ist ja wohl klar. Und wir gucken mal in ein paar Kommentare rein. Wir starten mit dem Far Cry 5 Koop Video, was der Bram und ich gemacht haben, wo wir am Ende, hat das einer eigentlich von euch gesehen, wie wir die Floyd verprügelt haben? Nein, ich hab leider nicht. Das ist wirklich ganz am Ende. Das ist so übel gewesen von uns einfach, das ist echt, da habe ich im Nachhinein noch echt ein schlechtes Gewissen bei. Oh, ja, Junge, auf die Fresse, den wir drauf. Auch abgeschossen, jawohl. Ich muss wie er sich dann noch immer und dann wird er jetzt wieder aufgehoben sofort. Und dann klingt er. Man muss noch ein bisschen auf den rumballern. So. Das ist schon echt. Ja, stimmt, jetzt muss noch ein bisschen explodieren. So. Und es brennt und alles. Man und sieht richtig, wie Peter gelacht Schrott hat. Dabei, ja, genau. Da merkt man gar nicht an der Face. Ja, erstmal hoch, Herr Flo. Ja. So, und jetzt, ja, hi Flo, was geht ab? So, bam! Ja. Oh, wie er sein Herzchen hält, ey. Oh. Boah, du bist ja echt quasi. Mann. Herr Newstime tippt schon jetzt. Ja, Herr Newstime ist echt schon am Start, Alter. Fies wie verprügelt LeFloid. Ich weiß gar nicht, ob das gut für dich ist, nach Berlin zu ziehen, Peter. Du bist wahrscheinlich genau so empfangen da. Wer kennt jetzt nicht die 50 Kaliber Beretta Schrotflinte? Ja, ich habe ein paar Mal in dem Video meinen Sniper mit einer Schrotflinte verwechselt. Ja, kann man doch auch mal. Übrigens, wo ich jetzt hier gerade die Zeitangaben sehe, es gab eine Zeit lang, wo ihr keine Zeitangaben posten konntet. Das geht jetzt mittlerweile wieder. Das ist eine blöde Einstellung bei YouTube, wo du halt Links verbieten kannst. Und wenn du diese Links automatisch verbietest in Kommentaren, was ja eigentlich eine sinnvolle Sache ist, um Spam zu vermeiden, werden leider auch die Zeitangaben direkt mit rausgefiltert. Und irgendjemand bei uns im Team hat das immer wieder eingestellt. Und ich habe das immer wieder ausgestellt. Ich habe bis heute nicht herausgefunden, wer das immer war. Naja. Kommt heute auch noch ein richtiges 18 Uhr Battle? Nee, da kam dann kein richtiges 18 Uhr Battle. Guck mal hier, das war nämlich noch ein ganz interessanter Kommentar. Far Cry 4 hatte doch auch einen Koop-Modus und da war irgendeine andere. da war noch irgendein anderer. Da, hier. Far Cry 4 hatte genau den gleichen Koop-Modus, also nichts von wegen erstmalig mit Koop-Modus. 133 Daumen hoch, hier 54 Daumen hoch, alles Gelüge. Alles Lüge. Also klar, Far Cry 4 hatte auch einen Koop-Modus, aber nicht den gleichen, weil du konntest halt nicht die Kampagne durchspielen. Das waren einzelne extra Missionen, ne? Genau. Und hier haben wir wieder Kampagne. Hier haben wir wieder so Chris-Ultras. Ja, Koop ist besser, wenn er alleine spielt. Das ist schon krass mittlerweile mit den Ultras, so. Ja, die Chris-Ultras, die gehen schon richtig hardcore ab, ja. Nicht, dass er sich nachher noch hier so selbstständig macht und so, dann auf einmal Christian seine eigene Sachen Video aufbaut. Jetzt dabei, damit der mitbekommt, was der hier für krasse Dudes am Start hat. Ja, genau, damit der nicht so ein Oberflieger wird, so, weißt du? Das stimmt. Auch ein interessanter Kommentar, finde ich. Oh Mann, wieder ein Spiel, bei dem Psychedelika in den Dreck gezogen werden. Traurig. So, okay. Ich fand's lustig. Ja, ich fand's traurig. Auch. Ist ja auch Dreck, du Trottel. Das kann nur von jemandem ohne Erfahrung kommen. Also ich glaube, dieser Julian, der ist ein Psychedelika-Befürworter. Nee. Ja, gönn dir halt, wa? So ein bisschen. Mein Gott, ist da was zum Naschen? Ne. Ich glaube, in dem Spiel geht es ja auch nicht darum, dass du dir einen durchziehst, sondern dass du irgendwie psychisch so manipuliert wirst und gefügig gemacht wirst, ja. Ja, aber mit Psychedelikas. Also wir haben dann ja Psychedelikas, wie auch immer. Wir sind dann ja in dieses andere Gebiet gegangen von der Ische. Und übrigens sind bei uns dann Zwischensequenzen getriggert, Bram, die eigentlich triggern sollten, wenn du da halt die Quest von der machst. Aber bei uns ist es einfach so getriggert, so. Nur. So, anderes Video, was wir rausgebracht haben, ebenfalls ziemlich abgefahren gewesen diese Woche. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass Jay der Schlimmste in dem Video war. Nee, das glaube ich nicht. Wir haben wieder mal eine Session Minecraft Adventure Map aufgenommen, drei Folgen vom Parkour Paradise. Ja, und in der zweiten Folge sind wir dann ein bisschen abgedriftet.
Es sollte ja ursprünglich um das Thema gehen, okay. Ja, dann Heidi Klum und Tom Kaulitz, dann eventuell ein paar sind oder auch nicht, dass da so gerade die heißen Rumors unterwegs sind. Ja, das sollte eigentlich das Thema der Folge sein. Ja, wart ja auch. Und dann ist es eskaliert. Heidi Klum, die geile Bratze 44, sag ich dazu nur. Bram 2018. Ja. Das ist kein, das hab ja, ich 44 gesagt, war ihre Zahl im Camp. Oh, geil. Oh Mann. Auf alten Stuten lernt man rennen, fand ich aber auch sehr, sehr gut. Jane, keine Ahnung, wie ein Pferd aussieht. Ne, weiß ich auch nicht. Ja, das zeigt mal wieder perfekt, wie gut Pete für die Politik geeignet wird. Das wird auf jeden Fall ein geiles Best of März. Da habe ich noch nicht gesehen, das Best of März. Ich weiß nicht, ob es so ein Folge wird. Wie Jay Pena am Anfang angeschmatzt hat. Du hast mich angeschmatzt. Echt mal voll schrecklich, habe ich auch gehört. Der Humor in der Folge war schwärzer als Heidis Ex-Mann. Den wir die ganze Folge über Seal genannt haben. Seal! Seal. Ex-Freund von der Bratze und vor allem gut ausgestattet. Oh Gott! Ey. Hab ich dazu gesagt? Bestimmt. Vielleicht, kann sein. Oh Mann, also ich merke schon, mein Kommentar wurde gelöscht, nur weil das Wort Auschwitz so vorkam. Ja, also, verstehe ich nicht, du musst es Camp nennen. Ja, echt, meinst du, wir haben mittlerweile die Pizza mit Insider-Wörter für Konzentrationslager. Bei uns heißt das nämlich Camp. Ja, es ist so, dass natürlich wir eine Blacklist haben und die Kommentare werden dann nicht gelöscht, sondern die werden einfach zurückgehalten und müssen dann von irgendjemandem überprüft werden. Und der Kommentar ist dann wahrscheinlich irgendwie durchgerutscht. Sorry, der Dude vom Krankenhausdach. Ich werde in allen Adventure-Map-Kommentaren mal fertig gemacht, dafür habe ich die Folge beendet, weil ich dann die Challenge geschafft habe. Ja, stimmt. Das hat sich durch alle Kommentare durchgezogen. Ja, ich möchte mal ganz kurz erwähnen, dass die Minecraft-Adventure-Map werbefreundlich war. Ja, so. Ja, stimmt. Alle draußen, die irgendwie Probleme haben. Man kann wirklich seine Grenzen sehr weit aus hier reizen, bevor Sachen nicht mehr werbefreundlich sind. Alle, die damit Probleme haben, ist alles fake. Aber du hast ja auch sagen, ja? Taktisch hast du ja auch Worte und Namen verzerrt. Mit Seal konnte halt YouTube nichts anfangen. Ja, wenn wir aber Ziel sagt, wird man nämlich auf jeden Fall rausgebracht. Ja. Wenn wir aber ein Thumbnail gehabt hätten, wo einer von uns den Stinkefinger gezeigt hätte, dann wäre das definitiv. Dann geht das nicht. Dann geht ich möchte an dieser Stelle auch ganz kurz erwähnen: 2 Tabs weiter, das Video ist auch nicht für Werbekunden geeignet. Die okay, dann springen wir mal vor. Nein. Nee, nicht der. Das ist der dritte. USA-Krieg gegen China-Krieg gegen ISIS. Das ist ja komisch, dass das nicht mehr Werbepartner. Ja, aber das ist eigentlich voll das harmlose Video. Ich meine, guck dir mal die Grafik an, alles mega abstrakt, ja, und so weiter und so fort. Alles cool, ne? Aber wenn du halt mal ein bisschen über, wenn du halt irgendwie sagst, ne, dann halt die Klumpen Bratze ist und dann auf alten Stuten rennen lernt, ne, dann. Das Schlachtfeld war in dem Video übrigens meine Stirn. CC macht richtig Bock, bei euch zu gucken. Ich habe fast kein Geld mehr. Sepp, fast 5.000 Dollar. So was macht der weiß immer. Die Hälfte ja, vom Start. Weil meine Vorräte halt weg waren und ich nichts mehr hatte. Nur noch 2 Landepads brauchen. Okay, warte mal. Alle so voll entspannt. Bram sieht in der Facecam aus, als würde er unser Leben spielen. Erstmal gucken. Jay, einigermaßen entspannt. Ja, Bram. Ja, komm. Oh, find ich geil. Ja, geh mal weiter, weiter rechts, weiter rechts. Chris checkt gar nichts. Was passiert hier? Du musst später gehen. Sepp. Sepp ist konzentriert. Okay, warte, ich geh mal da später. Da ist bestimmt Sepp. Da ist so bestimmt so ein Pfeil. Nee. Noch ein bisschen weiter links, Peter. So bei 15 Minuten oder so. Da haben Bram und ich uns richtig in die Haare. Da sieht man die ganze Zeit nur dich, Alter. Da. Ja, komm, wenn Bram so aussieht. Das ist jetzt entstanden. Jetzt lass doch mal das Video kurz dann laufen. Peter, ich kann dir die Emotionen dazu sagen. Bram sieht meine Aurora-Bomber und fühlt sich ungerecht benachteiligt, weil ich Super-Aurora-Bomber hatte. Und er mega sich benachteiligt. Ich bin ein bisschen hilflos, was man da so tun soll. Boah, ist doch scheiße, der hat so Aurora-Bomber. Alter, fuck. Das war geil. Das war. Aurora-Bomber waren immer OP, ey. Die habe ich auch mal gerne gehabt. Das hat Bram nicht sogar noch gemacht. Deine Blicke springen hin und her. Da bist du noch am Fighten. Ja, das war halt auch. Boah, Junge, da ist er mega konzentriert die ganze Zeit. Ja, und dann sieht er so die 5000 Helikopter. Auf geht's.
Ja, der braucht so, der braucht so, was willst du machen? Ja, meine Einheiten sind gerade gefickt worden und Chase Healy steht vor der Tür. Muss man mal aufgeben. Und die Super- ich konnte das Spiel eigentlich ganz angenehm kontrollieren. Das war ganz gut. Wie kann ein Video bei so einem Titel monetarisiert sein? Er ist ja nicht. Ah, war ja nicht wirklich, leider. Ah, okay. Hat auch schon irgendjemand geantwortet, ohne darunter zu schreiben, wer das geschrieben hat. Aha! Ja, richtig schlimm, dass ich da meinen Namen nicht runtergeschrieben habe. Ja, stell dir mal vor, jetzt denken die Leute, ich hätte das geschrieben. Das wirkt sich alles negativ auf meine... Das finde ich auch nicht okay. Ja. Vielleicht wäre ich das ja auch gewesen, weil ich habe da irgendwo einen Kommentar geschrieben. Ich weiß noch nicht mehr wo. Aha. Ja, hier, guck mal hier, es gibt aber auch nicht nur Chris Positiv-Ultras, es gibt auch Chris Negativ-Ultras. Ja? Das vielleicht habe ich unter Willow geschrieben. Er ist aber auch ein alter Mann, muss man dazu sagen, der alte Christian. Wo ist denn Willow? Unten. Ah da, Jay hat aber auch eine richtige... Oh, oh, das ist aber gemein. Ja, kann sein, dass ich darauf geantwortet habe. Guck hier, Leute! Jay hat sich in medizinische Behandlung begeben. Guck mal, er hat sogar auch Jay drunter geschrieben. Ja, natürlich, Alter, ja, ich schreib da Cheers Peter. Ich habe mich einer medizinischen Behandlung gegeben, weil Jays Stirn gerade einen blöden Ausschlag hat. Ich bin ja froh, ey. Mittlerweile geht's wieder. Ja, geht wieder, ne? Also Gott sei Dank. Ja, das ist echt immer so eine Sache. Ich hätte da auch große Probleme mit ich eitles Huhn. Ich bin auch eitles. Zieh doch den Helm einfach schon weiter nach vorne. Ja. Okay, also ja, Strategiezeit haben die Leute gefeiert, finde ich sehr, sehr gut. Wann haben wir denn hier noch? Hier, da, von Strategie zu Strategie. Da haben wir erstmal Risiko gespielt. Da kam das hat nochmal 200 Tage gemacht. Das hat Spaß gemacht. Eines der wenigen Videos, die euch offenbar auch angezeigt haben. World of Tanks. Mein Risiko ist auch schön. World of Tanks. Wir kamen World of Tanks Werbung, die du gerade weggeklickt hast. Ja, das passt ja eigentlich. Guck mal, ich gucke nicht mal auf die Werbung, deswegen, wenn ich die wegklicke. Ja, ich finde das auch schlimm. Wer ist das eigentlich, der meine Facecam immer so klein macht? Ich muss an der Stelle mal sagen, ja, das kam in irgendeiner Trials-Folge, war das mal ein Versehen, ja? Und das ist kein Scherz, seitdem ist Peters Facecam immer 4 Punkte kleiner als die anderen. Was soll das denn? Ich bin voll der witzige Dude hier. Guck dir das doch mal an, ey. Das ist doch echt. So ein Schrumpfkopf, ey. Geil. Ich kann das natürlich, ich werde das jetzt wieder ändern. Aber ich fand ein paar Mal, auf der Gamescom sagen sie dann zu dir, Peter, du, ich hätte dich aber kleiner vorgestellt, Mensch. Beim nächsten Mal zoome ich nur auf dein Gesicht. Oh, konnte man das denn vernünftig geil spielen, auch so mit den ganzen Viechern und so? Ja, ja, das war kein Problem. Special schnelle Regeln haben wir gespielt. Ah, okay. Das fand alles ein bisschen anders weißt funktioniert. Jay, wenn du mit dabei gewesen wärst, hättest du dich direkt ungerecht behandelt gefühlt, weil Peter hat tatsächlich mit Ausnahme von Island hat er komplett Europa als Start. Zwei Länder hatte ich, glaube ich, nicht. Alter. Island war aber auch cool. Da war auch ich zu der Zeit, wo er das bestimmt aufgenommen hat. Ja, das kann sein. Ich habe übrigens natürlich gerockt. Ja, ist ja wohl klar. Ja. Nur weil ich nicht dabei war. Aber Peter hat gesagt, wenn du nicht gewinnst, dann sind wir raus. Peter und seine Sprüche. Unfair. Ja, ich war der Führer Europa, von aber Europa. Europa ist schwer zu halten. Und das, wo er in Berlin aufnimmt. Wer wird heute der bessere Führer sein? Finde es heraus. Ja, guckt euch das Video an. Wie Peter nachhalt. Ja, das passiert halt, wenn man unbedingt im Thronsaal aufnehmen muss. Wer ist ultimative der Herrscher? Das ist geil. Logisch. Der Doppel-D-Diktator natürlich. Oh Gott. So sieht's halt aus. Wie die Hölle auf Erden mal zwei. Nachts. Nachts. Nachts kommt woanders hin. Peter ist. Ja. Ja, Napoleon Bonaparte war auch eher klein. Das stimmt. Pedolf Smittler, jawohl. Pedolf Smittler finde ich auch nicht schlecht. Ihr könntet doch bei solchen Spielen immer einen farbigen Streifen unter die Cam setzen für die Farbe, die der Spieler hat. Gar nicht so blöd eigentlich. So, mit solch billigen Regeln wird die ganze Taktik aus dem Spiel genommen. Echt schade. Ja, es ist halt dann nicht drei Stunden lang, ne? Taktik? Das stimmt. Also, du kannst schneller dir Truppen holen durch die drei Karten, die du immer ziehst. Okay. So. Und du kannst Truppen nach deiner Runde nachziehen, also überall in deinem Land verteilen, wie du willst. Okay. Und was war das? Ist aber auch taktisch. Das ist halt nur eine andere Art von Taktik. Ja, aber halt jetzt schneller. Spontan gesagt. Du hattest auch schneller gewonnen, glaube ich. Solange es nicht den Cheat-Würfel gibt wie bei Monopoly, ist so alles geil. Nee, den gibt es nicht. Also ich fand das eigentlich ganz okay alles. Wir hätten eigentlich noch mit Atomkrieg spielen müssen. Das wäre der Cheat-Würfel gewesen. Oh Gott. Das haben wir aber nicht gemacht. Nee, weil das halt das Spiel auch länger macht. Ja.
Genau. Und nicht zwangsläufig besser. Aber jetzt werden wir nochmal ganz kurz erklärt hier. Die Provinz Afghanistan umfasst alle möglichen zentralasiatischen Länder, nur Afghanistan nicht mehr. Das verstehe ich nicht. Wahrscheinlich ist Afghanistan in dem Bereich nicht auf der Welt halt in Wirklichkeit. Weil Afghanistan halt weiter östlich liegt oder sowas. Ah. Ich spiele dieses Spiel mit Freunden nun schon mehr als 3 Jahre im Real Life und bis zu diesem Kommentar ist mir das noch nie aufgefallen. Du hast mein Leben verändert. Das mit scharfem S. Aus welchem Jahrhundert kommst du? Vor der Rechtschreibreform, hallo? Noch ein Unterschied, den die Jungs nicht verstehen. Harakiri ist was vollkommen anderes als Kamikaze, was du, Chris, hoffentlich sagen wollte. Natürlich. Wo ist denn... Moment. Moment. Oh wow, sind mal wieder richtig geile Antworten hier am Start, oder was? Was war denn Harakiri nochmal? Wo ist denn der Unterschied? Wer kann das kurz googeln? Ich guck mal. Eines der digitalen offiziellen Risikospiele, also nicht Tabletop, sondern finde ich angenehmer zum Zuschauen aufgrund besserer Übersichtsweite. Ja, weil das alt, glaube ich, ist. Das ist so ein richtig altes Risiko, gab's mal. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt im Laden so funktioniert. Oder online. Im Laden? Achso, ja, das wusste ich auch nicht. Okay. Ja. Harakiri ist quasi, wenn du unehrenhaft warst, also wenn du ein Samurai damals warst und unehrenhaft warst, dann hast du dich halt selber umgebracht. Also, weil du halt unehrenhaft warst. Und Dings hier, weißt du? Das andere, Kamikaze, das war ja für die Ehre, dann keine Ahnung was, das war ja damals im Zweiten Weltkrieg, wo die dann in die Flugzeugträger geflogen sind. Sich ja, das ist auch viel ehrenvoller, muss ich sagen, wenn man da reinfliegt in die Flugzeugträger. Ja, das ist halt, ja, das haben die denen ja so verkauft, aber Harakiri war halt wirklich dieses ehrenhafte, boah, ich hab keine Ahnung, unehrenhaft. Bin schuld, dass mein Feldherr gestorben ist, weil ich nicht ehrenhaft genug war, ihn zu verteidigen, jetzt muss ich auch sterben. Aha, na dann. Okay, das heißt, wir haben hier Kamikaze gemacht im nächsten Video. Wenn der Fehler da jetzt anklickt. Die totale Zerstörung in Fortnite Battle Royale. Ach, das auch wenn viel Spaß. Ich hab's am Anfang so abgetan, einfach nur erstens Battle Royale, zweitens Kinderoptik, weil so Comic-Grafik, gar keinen Bock drauf. Aber Gott sei Dank hatten wir diese MTA-LAN. Und jetzt ist Peter der Einzige, der sich fast alle Skins kauft, ja? Hey, ich kaufe mir nicht fast alle Skins. Ja. Du kaufst dir alle Skins. Alle, ne? Ja. Nee, diese Osterscheiße habe ich mir auch nicht geholt, beispielsweise. Ja, kommt noch. Aber wichtig aber war der eine Emote. Das ist immer das Beste, wenn Jay und ich zusammen spielen und dann den Emote machen. Ich hab mir den Boogie Dance geholt. Ich will endlich hier den Disco-Typen haben, weil er dann so einen geilen Afro hat. Dann bin ich wieder Black Long Snake, zumindest im Skin. Da warte ich nur drauf. Da kann ich hier Boogie tanzen. Den habe ich mir noch gesnackt. Gerade noch aufgenommen und jetzt schon für euch oben. Guck mal, hier der Top-Kommentar. Gefällt euch, dass wir mal einfach mal nebenbei die Aufnahme laufen lassen? Irgendwie früher, lasst gerne Feedback da, Seppjö. Ja, das war eigentlich ganz witzig, weil wir haben das Samstag aufgenommen, kurz bevor wir Bram bei einer Überraschungsparty überrascht haben in Köln. Die überraschend war. Die überraschend war. Ja, so halb mehr oder weniger überraschend. Ne? Es gab da so diese eine Person, die offenbar nicht so clever war. Oh, niemand von uns. Ja, echt. Das stimmt. Ja, und an dem Samstag haben wir uns aber zufällig in Teamspeak getroffen und haben einfach mal ein paar Runden gezockt. Erst die beiden nur zusammen, Jay und Sepp. Und ich bin später. Erst haben wir Jay und ich gespielt. Da haben wir erstmal einen epischen Sieg geholt und dann nicht aufgenommen. Und dann. Auch gut. Und dann haben Jay und Sepp noch ein bisschen gespielt und die haben aber aufgenommen. Und dann kam ich später nochmal dazu. Das Video ist mittlerweile auch online. Da haben wir dann nochmal einen epischen Sieg geholt. Also, falls ihr da Zusammenhänge seht, Leute, ja, dann. Ne? Ja, zu dritt im Vierer. Zu dritt im Vierer, ja. War echt eine coole Runde. War auch viel Action. Mhm. Ja, durchgehend bis zum Ende. Das Jay ist Ehrenbürger von Zeus. Ja, aber dafür ist Peter aber auch Ehrenbürger bei Snobby Shores. Also. Ich bin ja kein Ehrenbürger, das gehört mir. Au! Okay. Die Häuser gehören dir. Freue mich, wenn ich jede Runde zerstören darf. Zwei Tipps an Jay: Raketen- und Granatenwerfermunition ist dieselbe. Ich nehme mal an, das wusstest du bereits. Ja, das wusste ich. Habe ich das verwirrt oder was? Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Und wenn du Treppen baust, ist die Bearbeitungsfläche unter der Treppe sozusagen auf dem Boden. Das habe ich vor kurzem erst gecheckt. Das habe ich immer noch nicht gecheckt, wie man die Treppen umbaut. Ja, die Fläche ist tatsächlich am Boden dann. Nee, du musst halt auf den Boden gucken und nicht auf die Treppe.
Ja, aber genau. Wie baue ich sie dann richtig? Ich also du hast dann trotzdem die neuen Felder im Endeffekt. Ich kenne auch noch nicht die, ich weiß auch noch nicht, welche Felder ich wegmachen muss, um halt irgendwelche Löcher reinzumachen. Also bei Treppen klar, kannst du entweder die drei rechts oder die drei links wegmachen. Okay, und wie ist das bei den anderen? Ich weiß nicht mal, wie ich das bei den anderen mache. Da muss ich mich mal echt ansetzen. Es gibt tausend Kombinationen. Ja, deswegen. Wichtig ist das Fenster und die Tür. Das sind so die... Weiß ich auch nicht. Okay. Also kenne ich noch nicht. Das Video totale Zerstörung nennen, aber nur Zweiter werden, das ist schwach. Wir haben total zerstört. Bis zum Ende. Ihr habt da richtig geilen Sniper-Shot rausgeballert. Wir wurden halt total zerstört. Das ja, also Mats, deswegen total zerstört. Ich halt Mats. Erstmal die komplette Küche da wegmachen. Weißt du, da wird aber kein Schrank zurückgelassen. Ja, aber keine Wand. Aber keine Möbel, Wand. Möbel muss man kaputt machen generell. Ja, aber vor allen Dingen die, da lag ein Busch neben dir. Ja, aber guck mal, ich habe jetzt 100 Eisen. Ja, das kann mir auch viel bringen. Das stimmt. Aber kein Sieg. Also kann auch schon. Irgendwie so 10 Minuten oder sowas. Aber nee, da musst du das Ding... Da, hier... Nee, nicht 14. Ist das 14? Könnte auch 14. So. Da, 1452. Klick auf 1452 unten. Okay, warte. Ah, nice. Oh, dann ist immer Schuss. 40. Ah, nice. Ja. Warte. Zack! What? Wow! So macht man die Kills! Ja, so macht man die Kills! Der Cheater, jetzt haben wir es überführt. So macht man die Kills. Jetzt haben wir es überführt. Will das nochmal sehen? Als ob der da war noch was! What the fuck, du hast nur Gras gesehen, ey! Ey, ich war aber auch ein bisschen. Guck mal, er ist selber auch überrascht. Ja, ich war total cool. Hätte ich auch, hab ich auch erwartet und so, dass ich da treffe. Ja, und danach ging's back up. Ja, wir haben aktuell sehr viel Spaß an Fortnite. Deswegen erwartet da mehr von, weil wir es einfach mögen. Und hier zuletzt ein neuer Herausforderer. Fame or Shame, Folge 4. Kann Jay seinen Titel verteidigen? Das wird ein spannendes Ding. Seid ihr auch so aufgeregt? Lautet die Videobeschreibung. Ist schon krass, wa? Klicken wir doch mal ganz kurz rein, damit wir uns das vorstellen können. Alter, 4-1. Ja. Da lief es doch gut. Hatte Bram eine Hose an oder nicht? Bram, hattest du eine Hose an? Boah. Muss immer nicht. Definiere an. What? Er hat nur drauf gesessen. Weil das fragt sich der JPC, der übrigens heute einige Top-Comments gesetzt hat. Ja, der ist mittlerweile auch super schnell, wenn ein Video ist, ist immer der Erste. Ja. Aber selbst guckt sich die immer auf Pizmit.de an und postet dann die lustigsten Sprüche schon auf das YouTube ist dann gut. Direkt. Ja, bin ich mal gespannt, sobald mein 65 GB Video hochgeladen ist, ja, wird es ja online gehen. Oh, und dann mal gucken mal, ob er der Erste ist, der auch dann kommentiert. Weil das kann er sich vorher nicht bei Pizmit.de angucken. Doch. Ist gute 65 oder? GB. Die Einzelfolgen doch schon. Theoretisch oder? Schon. Ja, doch, aber er weiß halt nicht die Uhrzeit. Weißt du, das heißt, er kann sich nicht auf Pizmit.de absprechen das und sagen: stimmt. Okay, pass auf, dann muss ich online sein, um einer der Ersten zu sein, der irgendwann droppt, damit ich damit hochgevotet werden kann. Ich verstehe. Bram erwähnt Haare und Jay schaut traurig auf den Boden. Das muss ich erstmal angucken. Wie guckt er denn traurig auf den Boden? Christian grinst und sich ein. Dann ist auch umgeschwenkt. Weißt du, jetzt, ich glaube, die nächste Frage holt es an Christian oder Jay verkackt. Ja, da hast du mich einfach gebrochen so. Direkt. Warum hast du dich zufällig versprochen? Oscar hat einen Mickel. Nee, das war richtig. Nee, das war geplant, okay. Das war richtig, ja. Ich denke, jedes Mal, dass Bram untenrum nackt ist, ja, ist ja auch so, glaube ich. Meistens. Unglaublich, dann wie stark Probleme, Chris ist. Du hast sonst auch so die Probleme, wenn du untenrum eine Hose hast, dann klebt das immer so, ja? What? Wenn du nackt bist, what? Dann ja, Christian war unglaublich stark. Unglaublich stark, wirklich. Aber ich hatte ja auch noch nie so gute Gegner, von daher. Krake war aber auch saugeil. Ja, 14-3 ist es. Krake. War das irgendwie beabsichtigt oder war ja, das? Ja, das war natürlich war das beabsichtigt, dass ich da vielleicht Kacke sage. Richtig. Moment. Das ist so bescheuert, das müsst ihr euch unbedingt angucken, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Chris Ultras, wo seid ihr? Ja, 257 Likes, da sind sie wieder. Die ja, Chris Ultras. Die Chris Ultras, oh Gott. Ey. Das übernimmt unseren Channel, das ist nicht gut.
Wie viele Haare hat eine Glatze? 400. Was ist das? Das war so geil, die Antwort, ey. Ja, da war halt die Frage, weißt du, eine halbe Glatze hat irgendwie 200 Haare, wie viel hat eine ganze? Was? Das ist geil. Eine Trickfrage. Finde ich aber witzig. Ja, Christian hat schneller gemacht und 400 gesagt. Dadurch habe ich Punkte bekommen. Guck mal, ja, ich finde, Chris sollte auch noch die Rolle des Moderators und des Gegenspielers übernehmen. Was stimmt denn nicht mit euch? Meine snobbigen Gefühle sind jetzt beleidigt. Wir müssen jetzt hier leider aufhören mit diesem Nicht-PPP-Format, sondern diesem Wir reagieren auf eure Kommentare mit allen, die gerade da sind und nicht mit dem Hund gehen müssen Format. Das könnt ihr auch nochmal abkürzen, wenn ihr wollt. Ja. Und damit sind wir durch für die Woche. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Immer schön, was in die Kommentare... Nein, warte, wir müssen auf PPP reagieren. Hab ich vergessen. Gibt's doch gar nicht. Nicht auf PPP, auf die letzte... auf die Richtigstellung und den Skandal. Oh ja, stimmt. Oh, das dürfen wir nicht vergessen in den Folgen, sonst gibt's Schelte, das geht gar nicht klar. Top-Kommentar! Was ist denn mit den Chris Ultras los? Da steht doch auch der Chris Ultra! Oh, nochmal. Ja, jetzt haben wir aber... Oh Gott, hätte es jetzt mal nicht angeguckt, er wird jetzt ja noch schlimmer. Das Problem ist, wir nehmen den PPP-Folge meistens auf, wenn der Junge mit dem Hund ist. Das ist dann ein Problem. Müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Ex-Schreiner bei mag uns nicht. Lasst uns eine Sammlung mit Jason. Moment, wer mag uns nicht? Ja. Nächste WDEKOEIPPPAIWEN Folge bitte auf 10.1 mit mindestens 6 Mal Werbung. Ach so, noch ein verführerisches. Ne, der erklärt uns so YouTube. Ja, genau. Ja, danke schön. Dankeschön. Das ist nicht gut. Kannst du da ein Tutorial von machen? Sind wir leider schon ein bisschen drüber. Am besten PUBG Mobile Werbung. Also das finde ich jetzt interessant. Lass uns eine Sammlung mit Jason Namen öffnen. Ja, mal. Das ist lustig. Jay, Jonathan, Johnny, Pamit Scheme, John, MJ. Updates durch die Community. Black Long Snake, J4003. Keine Ahnung, was das war. Haarausfall, Mausrad J, fick dich. Sexy Jay, klar, ist die 3105, klar. Die größte Leuchte der Welt. Ja, das okay. Ist von Andy. Ah, okay. Jay Salt, Jonathan William Morris Appelt, Gustav Hartgas und Sexy Jay, Jay Schmay, 00 Harlos, Jay Pizmeat, Dr. Jay, Playmobil-Spieler, Mr. Ungerecht behandelt, männlich Jay, XX Hustle Master. Oh, das sagst du. Das war doch kein Sprung, Jonathan, Salzlord, Blähdarm, Salty Jay, der Eieruhrpenner, Gay Jay, Meister Jay und Camper Joe. Oh Mann, ja, ich habe viele, viele Namen. Ja. Aber guck mal, da fallen ja noch 56 anderen Leuten noch Namen ein. Nee, das wird immer editiert. Dafür wurde die Liste ja erweitert. Ach so, Ich wollte mal kurz sagen, dass Wesse hier versagt hat. Oh. Ja. Hättest hier vorkommen können mit einem coolen, ne, weiteren. Hat er aber nicht umgewandelt. Das ist ein langweiligen Kommentar. Nee, hat er einfach nicht umgewandelt. Ja. Verkackt. Das ist ein langweiliger Kommentar. Dafür, dass ich so weit oben bin, kann ich nichts, außer dass ich früh kommentiere und finde es egal, was die anderen sagen. Aber wie Bram Jay trollen wollte, fand ich nicht schlecht. Übrigens, danke fürs Verteidigen. Edit, ich war beim Stream vom Gänse-Ei-Essen dabei, um Brams Frage zu erklären. Ja, Bram, jetzt weißt du ganz genau Bescheid, was der JPC der gerade beantwortet hat. Ja, das ist ja mega schön. Wie hat er das jetzt schon beantwortet, ob ich die Frage erst in diesem Video gestellt habe? Hexerei, Junge. Ja, kennt die Videos schon, bevor sie aufgenommen werden. Ja, wirklich, jetzt machst du mir langsam Angst. Aber vielleicht haben wir da was Falsches gesagt. Dass Baal ohne PUBG stattfindet, stimmt so nicht, nur Hopp spielt bei Baal nicht mehr mit. Ja, Baal ist ja Battleground All-Stars heißt das ja, Baal. Glaube ich, wenn das so ungefähr richtig ist. Und Baal ist dann halt auch im Zweifel Fortnite irgendwann. Okay. Ich oder, verstehe. Weiß ich nicht was. H1Z1. Wieso können Menschen nicht verstehen, dass der Zweck einer Arbeit ist, Geld zu verdienen? Selbst wenn der Podcast wegen zu wenig Einnahmen eingestampft wurde, wäre dies ein ganz normaler Vorgang. Sorry Kinder, aber so funktioniert das nun mal in meinem Leben. Nichts ist umsonst auf Facebook nicht. Ja, aber das ändert nichts daran, dass das trotzdem nicht der Grund dafür ist. Und es wäre richtig, sich darüber aufzuregen, wenn wir gelogen hätten. Was wir nicht getan haben. Was keiner nachvollziehen kann, ob wir es haben oder nicht, aber wir sagen immer. Lügen, Spügen, sag ich immer. Oh Gott, das wird nächste Woche noch viel schlimmer werden, Leute. Ja, wird es auch. Wir müssen Boden stampfen. Ja, ohne Witz. Wir müssen halt einfach wie Hannover machen. Einfach die Ultras weg.
schnipsen. Oder versuchen. Es kommt halt davon, wer erwähnt das halt jedes Mal, dadurch wird es immer schlimmer. Ja, ist halt ja, auch. Ja, so. Das stimmt. Nächstes Mal müssen wir einfach darüber hinwegschauen. Schmeißen die einfach aus unserem Stadion raus. Ach, die Top-Comments unter jedem Video, das werden die Chris-Ultras, ich sehe es kommen. Wir sollten nicht mehr über die Chris-Ultras reden. Das stimmt. Keine Plattform für die Chris-Ultras. Ja, so sieht's. Hashtag. Keine Plattform für die Chris-Ultras. Keine kostenlose Werbung für die Chris-Ultras mehr hier. Ja, verdammt, abgesehen von diesem Video. Wo wir jetzt beim Ende sind. Und den anderen. Und ich danke vielmals fürs Zuschauen. Jetzt aber wirklich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Außer die Chris-Ultras. Haut rein. Ciao.